Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe hier in dem Booster Streckenpass. Heute geht's weiter mit dem Spielmodus des Boomerang Cups. Und heute möchte ich Knochen-Bowser fahren. Ja, wir sind auch noch nicht Bowser gefahren in diesem Let's Play, aber ich finde Knochen-Bowser um einiges besser. Daher nehme ich doch lieber Knochen-Bowser mit der PS-Galeere. Das passt ja auch sehr, sehr gut zu ihm. Und jetzt bauen wir noch ein paar gute Räder. Kommt, die antiken Räder, die passen auch da irgendwie hin. Und dann haben wir ja noch einen Bowser-Gleiter, der passt auch. So sind wir da durch. Und dann geht's rein in den Boomerang-Cup. Und ich freue mich natürlich wieder darauf, die Strecken wiederzusehen. Hier jetzt das zweite Mal fahren, hier im Boomerang-Cup. Denn auch weiterhin ist dieser Part noch vor dem Mario Kart 8 Deluxe Livestream entstanden. Erst den 200er Hubraum, erst beim 200er Hubraum, also im nächsten Part, werde ich dann die Strecken schon ein paar Mal mehr gefahren sein. Gut, fangen wir an mit Bangkok Abendrot. Und ja, Bangkok Abendrot könnte eventuell sogar die oder meine persönliche Lieblingsstadtstrecke des bisherigen Booster Packs sein. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Bezüglich der Platzierung habe ich mir schon sehr, sehr viele Gedanken inzwischen gemacht. Da bin ich auch schon, habe ich schon eine Liste, die noch, die aktuell noch ein bisschen ungefähr ist, sage ich mal. Da habe ich noch nicht ganz spezifiziert, was Platz 1, Platz 2, Platz 3 ist, aber ich habe so schon mal aufgeschrieben, Platz 1 bis 3 sind diese drei Strecken, so. Und ja, da bin ich noch aktuell dabei, meine Rangliste zu entwerfen. Oh, da hätte ich jetzt auch hier oben mal langfahren können, aber egal, das habe ich euch ja vor zwei Parts hier auch schon eh alles gezeigt. So, Baby Peach da hinten noch, möchte ich bitte überholen und vielleicht auch, na gut, ja egal. Egal, warte, der Pfeil zeigt an, der Pfeil zeigt nach links und ich, was mache ich? Ich drifte nach rechts. Ja, gut. Ja, die Strecken habe ich ja, kenne ich, also vom Verlauf her habe ich die jetzt natürlich noch weiterhin nicht drauf, ist ja klar. Heißt, ob hier jetzt ein Spielmodus ist oder nicht, das ist mir persönlich komplett egal. Ich fahre sie so, als würde ich die das erste Mal fahren. So, jetzt hier diese, das war ein guter Wurf. Gut, jetzt gucken wir uns mal den Kreisverkehr von unten an. Wir wissen ja, Kreisverkehr immer gegen den Uhrzeigersinn. Richtig, ich musste kurz überlegen, ist das richtig? Aber ja, es ist richtig. Und nicht im Uhrzeigersinn. Das wäre ein bisschen doof. Alles klar, dann... Gut, da hoch geht's jetzt nicht, aber in der, gleich geht's da irgendwie nochmal hoch. Da möchte ich das dann nehmen. Wo ist denn das? Müsste hier irgendwann kommen. Ich weiß es noch nicht. Oder, na gut, jetzt kommt erstmal das Parkhaus. Okay. Oder vielleicht bin ich schon dran vorbeigefahren. Das kann natürlich sein. Ja, inzwischen weiß ich auch schon ein bisschen mehr bezüglich dem Anpassungen, sage ich mal. Und ich wollte eigentlich nochmal da unten lang fahren. Gut, gibt es im 200-Top-Raum immer noch die Chance. Und jetzt will ich hier lang. Hier lang, genau. Ich weiß da inzwischen ein bisschen mehr, weil irgendwie tatsächlich wurden die Stats wirklich umgeändert von einigen Charakteren. Waluigi! Mit dem Wickler-Bike, was man ja häufig im Online-Modus gesehen hat, ist jetzt nicht mehr so das Bike oder die Kombination, die am krassesten ist tatsächlich. Gibt jetzt ja irgendwie, ja, das wurde das umgeändert, was ich gar nicht so verkehrt finde. Zumal, ja, Waluigi mit dem Wickler-Bike oder Wickler-Kart, wenn ich das schon im Online-Modus immer so gesehen habe, dachte ich mir, oh, wieder so einer. Wieder so einer. Teilweise hat man Runden, wo es so viele Waluigis gibt. Jetzt ist mal so ein bisschen mal Abwechslung drin, sag ich mal. So kann man es vielleicht mal ausdrücken. Ja, wer jetzt oder welche Kombination jetzt am besten ist, gar keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wie meine Luigi-Kombination jetzt ist. Ob ich da irgendwie was spüre, dass das umgeändert ist. Das werde ich im Livestream vielleicht erfahren haben. Für mich ist der Livestream erst heute. Daher mit Luigi bin ich dementsprechend jetzt noch nicht gefahren und mit meinem Kart, was ich habe, mit meinem Bike. Und ja, gut, ich kann ja mal, wenn wir jetzt hier auf der Marius-Piste sind, mal auf mal generell auf eure Kommentare wieder eingehen. Und da meinte der lieber Noah, das war glaube ich Noah, genau, dass er sich andere DR-Strecken lieber gewünscht hätte und dass er von dieser Strecke eher enttäuscht ist. Und darauf will ich so ein bisschen mal eingehen, weil ja, ich bin auch seiner Meinung, obwohl ich mit dieser Strecke zufrieden bin und ich die auch ganz cool finde,
bin ich komplett seiner Meinung bezüglich anderer DS-Strecken. Ich hätte, also ich war ja auch einer von denjenigen, die sich Fliegende Festung gewünscht haben. Kommt hoffentlich noch Fliegende Festung oder auch andere coole DS-Strecken. Marius Piste war da jetzt bei mir auch nicht mit dabei, dass ich mir das gewünscht habe. Ja, daher, ich bin, aber sagen wir es mal so, ich bin da so einer, ich habe mir schon fast gedacht, eine Strecke wird irgendwie wieder ein bisschen lamer sein und das ist halt jetzt diese Strecke hier. Und es wurde trotzdem ein bisschen was daran getan. Gut, ist jetzt eher nach Tour gerichtet. Also, die gab es ja schon in Tour. Und soweit ich weiß, gab es diesen Wald auch schon in Tour. Jetzt habe ich... was heißt jetzt? Habe ich halt ein Video gesehen über das über den Booster-Streckenpass, dass es das auch schon in Tour so gab. Und das war ein bisschen dumm von mir. Oh, okay, okay. Letzte Runde. Und ja gut, Wickler zum Beispiel hier, der kommt auch erst in der dritten Runde vor. Den hätte man auch schon seit der zweiten Runde losschicken können, auf jeden Fall. Bin ich auch vollkommen der Meinung. Also es gibt nicht tausende, aber es gibt viel, viel mehr Strecken, die ich mir auch mehr gewünscht hätte als Marios Piste. Ich bin dann mehr in der Einstellung so, ich nehme das, was kommt. Aber ich kann diesen Frust und diese Enttäuschung komplett verstehen. Ich kann sie komplett verstehen. Ich hätte mir auch wirklich gewünscht, jetzt in dieser Welle hier noch Fliegende Festung zu haben. Oder andere DS-Strecken, wie zum Beispiel Bowser's Festung, Piazzale Delfino und was es da noch so alles gab. Es gab ja richtig viele coole DS-Strecken. Und dadurch, ja... bin ich auf jeden Fall bei euch. Da bin ich auf jeden Fall bei euch. Obwohl mir diese Strecke hier Spaß macht, die Marius-Piste, hätte ich mir wirklich deutlich mehr eine andere Strecke gewünscht. Ja, ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Marius-Piste ist trotzdem bei mir nicht auf dem letzten Platz sehr wahrscheinlich. Gut, meine Rangliste ist noch nicht vervollständigt. Aber es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass die auf dem letzten Platz ist. Mehr sage ich dazu noch nicht. In zwei Parts gibt es dann mein Ranking. Ja, und dann sind wir hier im Waluigi Flipper und die liebe ich. Was ich mir gewünscht hätte, dass die Pflanzen hier ein bisschen mehr behindern. Das wäre noch cool. Hätte ich nicht sagen dürfen. Hätte ich nicht sagen dürfen, aber gut. Das hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht. Bisschen Schwierigkeit hier drinnen noch. Aber trotzdem finde ich die super. Vom Grafikstil ist die perfekt. Also richtig gut. Die Musik ist mega. Und stimmt, da oben wollte ich ja auch nochmal langfahren. Das habe ich im Schnitt gesehen, dass man da, als ich den vorletzten Part geschnitten habe, habe ich gesehen, dass man da dann die Rampe nehmen kann. Nicht Rampe, sondern halt diese Halfpipe, um da hochzukommen. Und da will ich auf jeden Fall jetzt nochmal hin. Ich habe kein Abwehr-Item, das ist natürlich schlecht. Ich bräuchte mal ein Item. Ich hätte natürlich da hinten welche holen können. Oder Peach fährt einfach vor, Daisy Peach. Der neue Charakter, Daisy Peach. Wo ist denn Daisy Peach jetzt da hinten? Ja gut, wir sind noch nicht in der letzten Runde. Ich habe aber kaum Münzen. Das ist aber auch ein bisschen doof. So, gib mal hier mal Item her. Danke. Und jetzt hier hoch. Dann komme ich hier hin. Aber es ist noch nicht da, wo ich eigentlich hin... Da hinten. Diese Halfpipe muss ich nutzen. Aua. Nein. So, zack, bin ich hier oben. Und das ist... Ach, hier gibt es auch solche Beschleunigungsdinger. Das ist ja cool. Und dann... Achso, und dann fliegt man hier durch. Geil. Was war das gerade? Achso. Ich habe im Moment, als der Blitz kam, habe ich nach hinten geguckt. Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt Merkwürdiges. So, da hat man jetzt auch mal gesehen, wie man vom Blitz getroffen wird und man nicht mehr runterfällt. Das wurde ja in der letzten Welle geändert. So, dann den Pilz mal hier gut nutzen, um hier durchzukommen. Aber jetzt kommt er noch ein... Nee, doch nicht für mich. Gut, sehr, sehr schön. Und jetzt hier ab und zieh. Ich möchte meine 3 Sterne haben. Aber ja. Ach du, die kann man nicht so einfach weghauen da. Oh nee. Ich dachte, die kann man einfach so weghauen. Aber nein, man darf da gar nicht gegenfahren. Ja moin. Ich habe das so verwechselt wie zum Beispiel Mario Kart Wii gab es ja auch Reifen. Wenn ich mich richtig erinnere. Und die konnte man einfach so weghauen. Ha, na toll. Sagen wir das? Und dann ab ins Ziel. Oh, ich wollte gerade sagen... Warum war ich jetzt so kurz weiter? War Daisy Peach hier noch irgendwie? Ja, war sie. Gut. Dann sind wir jetzt noch in der Singapur-Strecke.
Die Singapur-Strecke möchte ich noch mal mir genauer anschauen, weil das ist die Strecke, wo ich mir mit noch am unsichersten beim Ranking bin. Weil als ich gestern so überlegt habe, ich habe mir meine Liste gestern schon so ein bisschen ja grob halt erstellt, da habe ich so bei Singapur überlegt, wie war denn Singapur noch mal? Ich hatte kein bisschen mehr von Singapur im Kopf, wie die Strecke verlief. Daher will ich mir das jetzt hier nochmal genauer anschauen. Bei Amsterdam und bei Bangkok konnte ich mir noch ein bisschen mehr was darunter vorstellen, aber nicht hier bei Singapur. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Ach, dann. Ah, okay. Und es ist erst 3 Tage. Nee, 2 Tage her, seitdem ich das letzte Mal Singapur gefahren bin. Boah, hier wird geschillt ohne Ende. Das ist so nice. Dann geht's hier runter. Und dann hier rein. Doch sehr coole Strecke. Ich guck mir die jetzt noch ein bisschen genauer an. Doch, du hast kein Item, also weg mit dir. Oh, ich habe eine Hupe. Das ist aber sehr, sehr nett. Das ist sehr, sehr nett. Ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Streckenauswahl. Die kommt natürlich nicht an die letzte Welle ran. Gerade von der Streckenauswahl kommt sie auch nicht an die letzten beiden Wellen ran, weil da fand ich zum Beispiel Kalimari-Wüste, Waluigi-Flipper von der Streckenauswahl her immer noch geiler. Allerdings finde ich sie okay. Ich finde die Streckenauswahl okay. Hier Waluigi-Arena, perfekt. DK-Schikane auch sehr gut. Nur die letzten beiden Wellen hatten halt Kalimari-Wüste, Waluigi-Flipper, was beides für mich nochmal ein bisschen geiler ist. Und die letzte Welle hatte ja dann die Rainbow World von Mario Kart 7, also von daher war die dementsprechend für mich noch weiter vorne. Ja, gut. Dieses Mal, obwohl wir sind ja eh gleich im Ziel, da brauche ich das nächste Gesprächsthema gar nicht mehr anfangen, kann ich nochmal ein bisschen 200 hochkommen, dann darüber erzählen, falls ich daran denke. Weil ich wollte jetzt schon mal überlegen, wann kommt die nächste Welle raus? Ach komm, kann ich jetzt ruhig dir trotzdem nochmal kurz erzählen. Was denke ich, wann kommt die nächste Welle raus? Im Sommer auf jeden Fall. Und ich glaube, letztes Jahr kam sie im Juli, kann das sein? Ich meine fast ja. Vielleicht kommt sie dieses Mal im Juni, Juli so rum. Weil wir haben ja jetzt im März und nicht April. Vielleicht, ja. Könnte möglich sein, dass die nächste Welle dementsprechend auch ein bisschen eher rauskommt, als letztes Jahr so gesehen. Wer weiß, wer weiß. Gib mir die Pilze, gib mir die Pilze. Nee, nee, jetzt bin ich. Nee. Weg mit dir. Lass deinen Vater hier durch. Der ist zwar schon tot und nur noch Knochen, aber egal. Ja, also ich denke mal so mit Mitte Juni, Ende Juni. Und Anfang Juli könnte auch noch möglich sein, aber ich denke mal eher, oder doch Anfang Juli, Juli könnte auch möglich sein. Gut, den Spielmodus, den haben wir fertig. Im nächsten Part geht es dann mit dem 200er Hubraum weiter, worauf ich mich natürlich sehr doll freue. Und ich bin mal gespannt, wie die Strecken im 200er Hubraum sein werden. Also von daher bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.